Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht mit Leer, das war ja Schick des Herzogs Krieg mit Isengard. Woo! Wir haben noch eine Schlacht zu schlagen, nämlich die da. Arthedain. Oh, umschalten nicht vergessen. Und natürlich gucken, ob die Aufnahme auch läuft. Ja, Ton ist da, das ist da, das ist da. Sehr schön. So. Los geht's. Whee! Es könnte gut sein, dass ich in dieser Aufnahmesession es schaffe, den Ringkrieg zu beenden. Danach fehlt nur noch die Elben. Ja. Und das war's dann. So. So. Passt. Da hat's ein Wolf. Ah, guck mal, wie groß der ist. Alter, der ist halt Schulterhöhe, Uruk-Schulterhöhe. Und Uruk sind, glaube ich, so groß wie Menschen. What the f... Wow. Ich glaube nicht, dass Wölfe wirklich eine Schulterhöhe bis zu meiner Schulter haben. Nein, ich kenne mich mit Wölfen nicht sehr gut aus. Wirklich nicht. Ich bin eher so der Katzenmensch. Und mit eher meine ich so absolut zu 100% und Hunde sind mir... Uah. Aber egal. Na? Traurig, aber wahr. Es ist nicht so, dass ich wirklich ein Problem mit Hunden habe, aber ich kann mit Hunden halt sagen. So. Also ich krieg jetzt keinen Koller, wenn irgendwo ein Hund ist. So ist es auch. Na? Nicht ganz so schlimm. Trotzdem glaube ich nicht, dass Wölfe einem bis zur Schulter gehen. Wenn sie auf allen Vieren stehen. Das ja, halte ich für ein Gerücht. Na? Schaffen wir die Kaserne? Ja, nicht. Gefällt mir nicht, dass hier schon der Schmelzofen angegriffen wird. Gefällt mir wirklich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich den noch retten werde. Schade. So. Ich habe mir schon was sehr Cooles überlegt. Ich habe gerade richtig Spaß daran, hier diese Wark-Bauteile zu bauen. Das macht einfach nur Laune. Allerdings brauche ich auch Schmelzöfen jetzt, ne? Das ist auch wichtig. Wird nicht ganz symmetrisch, aber das wird cool, wenn das fertig ist. Vielleicht muss ich den da abreißen, den Dings, aber das sehen wir dann. Locke ich jetzt einfach dahin? Ich glaube, das Muster könnt ihr schon erkennen. Oh, der macht gut Schaden. Schon wieder. Ja, nein. Einige
So. Boah, das schaut so cool aus. Gefällt mir gerade volle Kanne gut. Das allerdings gefällt mir wieder weniger gut. Ja, den muss ich neu aufbauen. Es wäre schön, wenn wir die Ents hier töten könnten. Bevor sie alles kaputt machen. 4 Geld habe ich noch rausbekommen. Super. Hallo, wieso geht das da nicht? Nein! Mein schönes Muster! Wieso geht denn das jetzt nicht? Oh! Wie doof! Ja, ja, ihr wollt darüber. Glückwunsch, vergesst es. Ich will dieses... Es geht halt nur hier oder so, aber das ist halt bescheiden. Naja, dann wird's halt nicht so cool. Dann kann ich's auch nicht. Das ist jetzt schade. Das ist jetzt echt schade. Ich wollte das wirklich cool bauen. Jetzt wird das nix. Das ist natürlich doof. So. Na? Na? So. Das, 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 das. Haben wir es dann noch schnell auf aggressiv gestellt. Passt. T für Turm. L. Bäh. Denkt sich der hier Hotkeys aus. Ich finde, das schaut voll cool aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist doch echt cool. Bis auf das hier ist ein bisschen doof, aber... Da mit Nahkampftruppen reinzugehen, tut weh. Weil die Waage machen Schaden und die halten was aus. Das ist abartig. Gesundheit. 1200. 1200. Ich weiß nicht, wie viel Gesundheit die haben. 180. Na, gegnerische Einheiten kann ich nicht anschauen. Lanzenträger. Stopp. 320. Und da habe ich halt 1200 Gesundheit. Der Aussichtsturm hat nur 3000 und der stirbt halt weg wie nix. Ja, da kann man richtig schöne Teile bauen. Und in die Mitte kommt die... Oh, komm schon. Nein. Na, da geht nichts. Naja. Schade. Ich dachte, die Rüstkammer würde da noch reinpassen. Naja! Aber so haben wir es jetzt. Das ist mein Vorposten. So schaut der aus. Geil, oder? 4 Türme, 8 Wartdinger, 4 Uruk-Teile. Gefällt mir volle Kanne. Die Schlacht habe ich nebenbei gewonnen. Lol. So. Speicherino, Cappuccino. Und dann geht's auch gleich weiter. Vielleicht gewinne ich das sogar in dieser Aufnahme. Obwohl, kann knapp werden. Als nächstes geht's dann mit den Elben los. Ja. Die stehen mir auch noch bevor. Halt, gehört mir das schon? Nein. Der Rothornpass gehört mir nicht.
Die schieben wir darüber. Zumindest so viele wie gehen. Ah, interessant. So. Dann können hier zwei Leute rüber. Oder einer. Ein Leut. Warte, warte, warte. So. Ah, interessant. Dann geht doch hier sicher auch noch einer, oder? Ja. Hier habe ich keinen Schutz, aber der kommt jetzt. Hier könnte ich angegriffen werden. Das heißt, da ziehen wir Truppen rüber. Okay. Der Rest passt, passt, passt. Halt. Oh, 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 oh. Wir müssen darüber. Und der muss rüber. Jetzt passt's. Instant Win, Instant Win, Instant Win, Instant Win, Instant Win. Ja, ich, also es könnte sein, dass ich das diese Aufnahme noch schaffe. Nochmal ganz kurz die Befehle abspeichern, weil da hat sich zurückgezogen, hat sich zurückgezogen, hat sich zurückgezogen, das war's. Gegner brutal wurde vernichtet, es gibt nur noch die Menschen und die Elben. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Moment, ich will nächste Runde gewinnen. Eine Schlacht werde ich mit Sicherheit noch schlagen müssen. Der wird nicht gesamt ganz kampflos aufgeben, das glaube ich nicht. Aber... Jo. Da wird er kämpfen, ja. Das dachte ich mir schon, ist aber egal, das ist Instant Win. Da renne ich einfach rüber und hau ihm alles kaputt mit einer fetten Faust mitten ins Gesicht. Wir haben viel zu tun. Unsere Zeit ist gekommen. So, schön alles auf Instant Cast. Falls ihr euch fragt, wie das mit dem Instant Cast geht, Rechtsklick auf die Fähigkeit. Geht nicht bei jeder Fähigkeit, aber bei manchen. Und dann kriegt ihr dieses Wobble Bobble und dann macht er das. Sklaven meines Willens. Oh, hier hatte ich auch mal eine hammergeile. Also wirklich, die Schlacht war so gut. Ich glaube, am Ende habe ich sogar verloren. Aber ich habe zwei... Das war diese eine Schlacht, ich glaube, mit Orks? Ich weiß es nicht mehr. Aber die war so gut. Ich habe... Das waren 1 gegen 4 oder 5 war es. Da haben wirklich alle KIs reingebrezelt. Ich habe es geschafft, 2 zu vernichten. Und dann bin ich gefallen. Es war wirklich spannend. Und sie zu spielen war so gut. Und ich hatte alle Kommandeurspunkte, alle Fähigkeiten, alles... Es hat am Ende aber nicht gereicht. Die KI hat mich noch besiegt. Das war richtig, richtig gut. Ha! Doch, das war eine sehr geile Schlacht. Also 1 gegen 5 Ringkrieg ist... Das macht dann wirklich Spaß. Wenn da 4 bis 5 KIs mit ausgerüsteten Truppen und Helden auf so eine Karte kommen, die halt nicht super groß ist... Stark, richtig stark. Das knallt. Das knallt aber auch gut. Und das macht Spaß. Also das war wirklich gut. Gerade ist ein bisschen sehr schlecht. Da ist gerade... Kann ich nicht ändern. Von dem her... Aber wenn es sehr wichtig wäre, würde derjenige schon rein. Sind halt noch 5 Minuten, ne? So lang. Ist immer doof, wenn jemand klopft, ne? Und dann, ja, eigentlich müsste ich jetzt schauen, aber ich nehme gerade auf. Ne?
Aber ich weiß Bescheid und ich werde halt Ende machen, wenn Ende ist. So, holen wir uns jetzt noch ein bisschen Erfahrung. Der hat schon viele Kasernen und so Zeugs gebaut, aber im Grunde dürfte das nicht reichen. Das holen wir uns jetzt alles, das gehört jetzt alles mir. Und dann ist halt vorbei, ne? Dann ist halt einfach rum. So, Kasernen zerstören, schön weiter aufbauen. Das Ding muss halt sterben, ne? Vergießt ihr Blut. Eigentlich eine Verschwendung im Blut. Je nachdem, sind schon viele Nährstoffe drin. Ne? Klingt zwar eklig, ist aber so. Ist ja nicht umsonst der Saft des Lebens oder wie auch immer. Gewonnen. Ja, ein, zwei Schlachten sind das noch maximal. Die kann ich jetzt noch durchballern. Und dann hat sich das im Grunde 12,35. Das ist super. So. Dem gehört jetzt nichts mehr. Da ziehe ich die Schlinge jetzt zu. Soweit wie es halt geht, ne? So. Was mir nicht gefällt, ist, dass er hier so viele Angriffsmöglichkeiten hat, aber da findet sich auch noch eine Lösung. Ja, zur Not greift er hier an, dann ist es halt so. Egal. Naja, probiert's nochmal an allen Ecken und Kanten, ne? Ah, warum, Theoden, warum? Kostet bloß Zeit und am Ende verlierst trotzdem. Das ist halt das Bittere. Am Ende verliert er trotzdem. Das ist halt sehr schwierig. Und ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite er spawnt. Das kann auf beiden Seiten sein. Naja, schauen wir mal. Es kostet halt einfach nur sinnfrei Zeit. Weil die Schlacht kämpft er. Und dann gibt es noch zwei Schlachten, glaube ich, die er kämpft. Eine auf jeden Fall, da hat er noch mit einer Armee zusammengeballert. Die werde ich auch schnell crushen. Trotzdem ist es nervig. So, Festung. Eigentlich sollte das hier die Festung sein. Das schaut nämlich ziemlich cool aus. Andererseits ist es natürlich schön, wenn man eine Festung hat. So, die Krähbein. Krähenschwarm. Ja. Höhlentröllchen. Nein, der Troll greift euch an. Und jetzt wütet er. Ich will wüten. Ja, wilde Höhlentrolle überall. So, was enthüllt das Krähenschwarm-Upgrade? Fast nichts. Geil. Das ist ja super. So, auch sehr interessant, das sind alles Türme, da kann man überall Leute reinstellen. Die Karte hat schon was. Da ist er. So. Hier geht's da runter, das müssen wir jetzt alles auf die ganz schnelle Tour machen. Die Baumeister suchen, bevor sie entkommen. Ja, genau, da drüben ist einer. Schön alles vernichten. Auf die ganz schnelle Sache. Und dann hat sich das erledigt. So, bitte den Baumeister töten. Sterb weg. Dann hat sich das auch wieder erledigt. Na, die Reiter, die sind schon nicht schlecht. Der hat hier schon Truppen ausgebildet, ne? Wo gehen denn die lang? Ganz seltsam. So. Ja, macht's mal bitte den Feind kaputt. Das wäre schön. Wenn sie den Feind kaputt machen würden, das wäre echt schön. So, wie schaut's jetzt aus? Gewinnen wir oder verlieren wir? Ich glaube, wir gewinnen.
steht die Kaserne noch. Dann züchtet mal. So, die Speerträger wieder vernichten oder Speerschleuderer. Obwohl sie die Speere nicht schleudern, ne? Der Name ist auch irgendwie komisch. Für mich sind das eher Speerträger. Na also. Easy. Sehr easy. Sehr, sehr easy. So. Das tät noch fehlen und das tät noch fehlen. Es reicht noch nicht ganz für diese Episode, dann beenden wir es eben in der nächsten. Also dann, bis nachher. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.